Über Jahrhunderte hinweg war die Beherrschung der Meere ein wesentlicher Bestandteil europäischer Machtpolitik. Über das Meer erschlossen die Europäer zunächst den eigenen Kontinent und etablierten einen florierenden Küstenhandel, der Reichtum und Macht mit sich brachte. Später ermöglichte das Meer das Ausgreifen Europas in die ganze Welt. Europa wurde über die Nutzung und Beherrschung des Meeres zu einem Global Player. Ein Schlüsselmoment war die europäische Expansion des 15. und 16. Jahrhunderts. Die Entdeckung einer für Europa neuen Welt jenseits des Atlantiks leitete eine Phase ein, in der europäische Mächte die Weltmeere und Kontinente mehr und mehr erschlossen. Gleichzeitig beanspruchten sie die neu entdeckten Gebiete für sich. Die erste Phase des europäischen Kolonialismus in der Welt nahm hier ihren Anfang. Wie sich das geografische Weltbild der Europäer ab dem 15. Jahrhundert Stück für Stück veränderte, zeigt eines der wertvollsten Objekte unserer Ausstellung, die Weltkarte, die der Portugiese Diogo Ribeiro 1527 in spanischem Auftrag zu Papier brachte. Es ist eine der ersten Karten, die die Ergebnisse der ersten Weltumsegelung von Magellan und Elcano beinhaltet. Man sieht hier zum ersten Mal die Weite des Indischen Ozeans und die gesamte amerikanische Atlantikküste. Eine Folge der Expansion und eines der brutalsten Kapitel ist der transatlantische Sklavenhandel. Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert transportierten rund 400.000 Schiffe mehr als 13 Millionen Menschen von den Küsten Afrikas zu den Kolonien in Amerika. Nutznießer dieses menschenverachtenden Handels waren vor allem europäische Kaufleute. Sie wollen mehr über das Thema wissen? Dann besuchen Sie die Ausstellung Europa und das Meer. Noch bis zum 6. Januar 2019 hier im Deutschen Historischen Museum.